So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Trine 4. 4. Zum Kapitel Das Dornenlabyrinth. Und wir starten wahrscheinlich am Level Anfang. Es hat 19 Kontrollpunkte. Gut, bin ich mal gespannt. Und so ein paar Zwischenkämpfe, aber wie es aussieht, kein großer Bossfight. Na los, let's go. Der hoffnungslos überwucherte Garten hatte einst einer Burg als Zierde und Schutz gedient. Nun mussten unsere Helden den entlaufenen Prinzen über die einsamen Pfade verfolgen. Ah, er ist weggekommen. Gut, starten wir das Spiel. Oh, keine Katzen. Immerhin regnet es nicht mehr. Und hier ist es hübsch. Oh, es geht aufwärts. Oh, sieht auch wieder so cool aus, Mann. Prächtig, ein Irrgarten. So finden wir ihn nie. Oh, du machst dir zu viele Sorgen, Amadeus. Wir finden den Burschen im Handumdrehen. Oh, ich könnte die Entwickler küssen. Das ist... Ah, Abkürzung. Das ist so schön. Gut, hier haben wir einen Tropfen und da können wir einfach drüber swingen. Oder hast du irgendwie noch eine Funktion? Nee. Nicht so wirklich. Gut. Dann... Da unten ist noch... Was seid ihr denn für Spinnen? Ich habe so das Gefühl... Das Grobe. Da dürfen wir gleich kämpfen. Tatsächlich. Gegen die Viecher. Gut. Ah, jetzt... Okay, warte mal. So, ein bisschen befestigen, genau. Türchen auf. Keine Ahnung, welcher Gärtner sowas konzipiert, aber... Naja, sei es drum. Oh, ein Eichhörnchen. Der Brunnen wird sicher von irgendeiner Verzauberung gekühlt. Warte mal. Ach, ich weiß doch, was jetzt kommt. Mein Lieblingspart im Spiel. Ich finde das echt klasse. Dieses Wippending. Finde ich so cool. Okay, ich würde gerne noch genau ein bisschen tauchen gehen. Nein, will Pontius nicht? Nein. Eichhörnchen? Nee, die wollen uns nicht tauchen lassen. Schade. Gut. Dann. Wir haben einen Verbesserungspunkt. Soll ich. Ja, komm, gucken wir es mal an. Also, wir haben ja jetzt mit dem Ritter die beiden Kampfsachen. Wir können rollen. Ich glaube aber, ich nehme den Stampfer. Der kann ganz useful sein. Schwebende Gegner braucht 2 Punkte. Ja, na, Gegner schweben lassen finde ich eigentlich persönlich so ein bisschen lash. Aber das mit dem, hier, das kann eine nützliche Angriffsattacke sein. Oder auch um irgendwas kaputt zu machen. So. Was haben wir denn hier? Keinen Erfahrung. Oh. Ach so. Spinnen. Chillig. Warte. Chillig, jetzt. Oh. Ich verstecke mich hier unten einfach. Okay, never mind. Ich komme nicht ran. Doch. Ja, fall runter. Ich halte mich fest und schlag in die Leere. So machen das wahre Held. Ich hab. Oh ja, komm, wir spielen hier ein bisschen Ping-Pong. Ping-Pong. Das. Gut, das habe ich jetzt verkackt. 2-1 für mich. 2-2. Komm. Ha! Cool. Okay, 3-2, ich habe gewonnen. Willst du nicht irgendwie so runterkommen oder... Nee. Du musst nicht. Ich geh einfach weiter. Tschüss. Ja, du triffst mich von da nicht, ne? Ich kann hier auch lange bleiben. So ist nicht. Okay, komm. Tapio! Oh. So. Ja, fall in die Stacheln. Warte, wo ist mein... Da ist mein Mauszeiger. So, er hat nun Elementarpfeile. Noch mehr Rauchmonster.
Vielleicht ruft sie ja der Prinz, um uns abzulenken. Laut der Akademie beherrscht er Magie. Dieses Abenteuer ist nicht ganz so unkompliziert, wie ich dachte. Oh, interessant. Okay. Eispfeil, Feuerpfeil, Normalpfeil. Okay, cool. Er kann dann bald anstürmen. Er kann Kugeln. Bei 350. Er braucht 180. Okay. Welt? Natürlich braucht man die genau jetzt. Ja, ich würde... Ja. Ah, natürlich. Typenkombinationsstärke. Super. Um die... Oh, ich kann eine Plattform eins... Oh, wie cool! Dass ich hier jetzt nicht hochkomme, ist nicht gut. Aber das ist ja mega nice. Oh. Also die Fähigkeiten, die man dann freischaltet, sind tatsächlich sehr nützlich. Finde ich cool mit den drei Pfeilen. Ja. Jetzt werden wir wieder noch schneller durchwechseln dürfen. Chillig. Eis? Ja. So. Aber ihr taucht auch nicht automatisch auf, ne? Nee. So solche seid ihr nicht. So, dann machen wir noch... Fuck das, Kann ich die Pflanzen hier einfrieren? Ja! Oh, das hat ja so in den beiden Vorgängern gefehlt, dass man die... Warte, kann ich die auch irgendwie verbrennen? So, wenn man gar keinen Bock auf die... Kannst du verbrennen? Nein. Okay, das wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein. Oh, das mit dem Einfrieren finde ich schon cool. Oh, ihr agiert. Okay. Natürlich seid ihr verbunden. Ja, mache ich einfach so. Chillig. Geiles Level. Okay, pass mal auf. Kann ich nicht irgendwie... Das will nicht hochgehen. Ich überlege, ob das jetzt was mit dem Eispfeil zu tun hat. Oder... Ach nee, okay, ich dachte jetzt vielleicht, dass diese beiden Blöcke hier irgendwas die Plattform aufhalten oder so, aber nö. Gut, alles klar. Ah, nächster Kampf. Chillig, 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 chillig. Ja, ich könnte euch mit einem Feuerpfeil sofort weghauen, aber warum, wenn ihr so easy seid? Warum? Ich habe da eine Vermutung an der Stelle. Und zwar, guck mal, du bist eine Plattform. Ich kann dich runterziehen. Ich kann mich hochziehen. Das war nicht die Vermutung, die ich eigentlich treffen wollte. Nehmen wir erstmal das Ding. Nee, die Vermutung, die ich treffen wollte, ist, dass man hier unten vielleicht... Okay, never mind. Wollen die das von uns? Ja. Du hast ja die Farbe deiner Kiste verändert, Amadeus. Ist sie jetzt noch mächtiger als zuvor? Nein, ich wollte sie nur mit meiner edlen neuen Garderobe abstimmen. Eigentlich dachte ich, dass euch erst mein neuer Mantel auffällt. Tja, ist sicher praktischer, als ohne Hose und in Sandalen durch die Gegend zu rennen. Ich hatte eine Hose, sie war nur sehr kurz. Ist das eine Donald Duck-Anspielung? Ich erinnere mich, das haben damals alle Zauberer getragen. Donald Duck, ist er in Sandalen rumgelaufen?
Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade wirklich Donald Duck Anspielung war. Oh. Oh, das war ja mal mega die geile Aussicht. Oh. Trine. Oh. Hä, warte. Da swingen wir ein bisschen. Na, so. Ja. Hä. Was bist du? Pflanze. Kann man mit dir irgendwas... Okay, man kann dich einfrieren. Was passiert, wenn du brennst? Nichts. Okay, das mit dem Feuer ist jetzt noch nicht so... Warte. Einmal das Seil aufrollen. Hier kann man den Boden zerstören. Kann ich nicht... Warte. So. Ich kann die Pflanze einfrieren, aber... Hä? Ich kann auch die Box runterschieben. Aber die... Ich weiß nicht, ob das von der Box herreichen würde, wenn wir das befestigen. Ja, wenn wir warte. Ach nee, natürlich. Das reizt dann nicht mehr. Ach nee. Okay, nein. Warte. Nein. Geh mal weg. Sei. So. Jetzt ziehe ich das so ein bisschen auf. So. Weil dann kann ich die Box doch jetzt... Nein, du sollst sie nur runterschieben. Du sollst nicht auf das Seil steigen. Du sollst nicht... Ich fühle mich verarscht. Geht das? Das... So geht es. Schwere Geburt. Okay, aber hier... Ja... Nee, fühle ich nicht. Oh Gott, fühle ich gar nicht, wie man da hochkommt. Hab die Möglichkeit für eine Kiste. Das war's. Ich kann nur eine Kiste machen. Kann der... Irgendwann kann er zwei Objekte, ja. Irgendwann kann er sogar drei Objekte und eine Planke. Ist es tatsächlich eine Stelle, wo das Spiel will, dass man erst später hinkommt? Macht das Spiel sowas? Das fand ich nicht so cool. Weil jetzt sind wir ja gerade hier. Das wäre ja praktisch, wenn wir das auch ausnutzen könnten. Aber ich kann nur Kisten zaubern. Ah! So? Oh. Warte mal. Das geht dann runter. Ich hätte mich jetzt nämlich als Soja hier rangehangelt an die Kiste, aber schlecht. Mit der Planke wäre es entspannt. Die könnte ich hier so schräg hin machen. Oh, so als so ja einfrieren klappt wahrscheinlich auch nicht, oder? Obwohl, wenn es eingefroren ist. Oh, ach so. Warte mal. Dann bleibt es natürlich fest, wenn es eingefroren ist. Oh, seltsame Schreibfeder. Kommt mir bekannt vor. Okay, gut. Nö, ich bin froh. Also, das war nicht so die Antwort vom Rätsel, die ich mir erhofft habe.
Aber es hat funktioniert. So, was ist hier noch? Erfahrung. Gut, dann würde ich sagen, hier an dem Pavillon geht es im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Handsome Peter. Ciao.